Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Velsabor. Im letzten Part war ein Gastkommentator dabei und wisst ihr, wir sind hier im Gästehaus von Corsoieno oder sonst wo. Und wir winden dreimal raues Fell. So, letzten Mal haben wir gepennt und nun müssen wir diese alte Frau aus dem Weg gehen, um nach unten zu gelangen, wo unsere Freunde schon bei Tisch sitzen. Ist da was drin, ne? Nein, aua. Hey Kumpel, bist du auch endlich wach? So gewaschen kurz davor, dich aus dem Bett schmeißen zu wollen. Hätte nicht gedacht, dass ein wie du so lange schläft. Komm, beeil dich mit Frühstück. Wir müssen so bald wie möglich weiter. Oh je. Kumpel, hast du eine Ahnung, was gestern Abend mit Soko passiert ist? Sie sieht uns jedenfalls nicht mehr und verhält sich endlich so, wie es sein soll. Sie meint ja, sie hätte die Sache nachts einfach überdacht und entschlossen, dass ihre Einstellung falsch gewesen wäre. So. Ich denke, ihr muss irgendwas auf den Kopf gefallen sein, damit es so weit kommen konnte. Was meinst du? Vielleicht ist sie aus dem Bett gefallen und wurde deshalb wach. Dann hat der ganze Schock diese Entscheidung bewirkt. Das ist nicht witzig. Die Theorie ist auch nicht schlecht. Ich habe nur nachgedacht, ja? Keine Kopfschäden oder dergleichen. Ja, schon gut, Soko. Ich mache ja nur Spaß. Ich find's klasse, dass du dich so entschieden hast. Wo ist Royko hin? Er ist gegangen, kurz bevor du aufgestanden bist. Er musste sich beeilen, da er wohl noch mehr unter Zeitdruck stand als wir. Könnten wir diese Unterhaltung bitte möglichst bald beenden? Je früher wir aufbrechen, desto besser. Wir werden uns beeilen, Herr Uroto. Komm, hau rein, Kumpel. Yeah, super laufen. Was willst du denn jetzt? Entschuldigung, könnte ich mal bitte eben durch? Oh. Was ist das für ein Kerl? Egal, ich will jetzt erstmal Heilmittel kaufen. Nein, dann nicht. Wer bist denn du? Ja, was ist? Oho, wie ich sehe, gehört auch ihr zu uns Kriegern und Kämpfern. Und Waffen habt ihr auch? Ja, das gehört nun mal dazu, wenn man kämpft. Natürlich, mein Name ist Vaneru Hartenso, mein Zeichen ist Waffensammler. Das sieht man mehr als deutlich, dass du Waffensammler bist. Ja, und ich bin ständig auf der Suche nach neuen, mächtigeren Waffen. Um schließlich einen mächtigen Kämpfer zu werden. Wie, du willst durch Waffen sammeln ein mächtiger Kämpfer werden? So ist es! That's it. Die Fähigkeiten alleine bestimmen nicht die Stärke eines Kämpfers, vor allem hat in einer Sekunde die Waffen wieder angelegt. Die richtige Waffe sowie die perfekten Beherrschung dieser Waffe zeichnen einen wahren Kämpfer aus. Und solange ihr nicht die perfekten Waffen gefunden habt, solange ich nicht die perfekte Waffe gefunden habe, möchte ich meine Zeit nicht mit unnötigem Training vergeuden. Training. So ist das also. Nun, durch meine Suche habe ich viel Erfahrung mit Waffen gesammelt. Ich kann dir vieles dazu erklären, wenn du willst. Klaro. Gut, dann fange ich mal an. Waffen zeichnen sich nicht nur durch ihre Angriffsstärke aus. Eigene Waffen haben auch Einfluss auf Abwehr, mentale Kraft und Agilität. Aber nicht nur das. Es gibt auch Waffen, die ganz besondere Eigenschaften haben. Ich werde dir mal ein paar Beispiele geben. Einige Waffen machen Elementschaden und sind damit gegen bestimmte Gegner besonders wirkungsvoll. Zwei Waffen haben diese Symbole in ihrer Beschreibung. Andere Waffen wiederum können Zustände verursachen, wenn man mit ihnen angreift. Na, Symbole, Schlaf. Ich habe auch schon Waffen gesehen, die Träger die Fähigkeit geben sollen, eigene Zauber gegen die Ziele aussprechen zu können. Segnungssteuer. Das Ganze ist Zaubersteuer und ist durch solch ein Symbol bekannt. Konter. Kannst du Konterwaffen durch zwei verschiedene Arten von Konterangriffen. Bla, Angriff Konter wird nach einem psychischen Treffer gekontert, mäßigen Konter nach einem magischen Treffer. Das Level gibt übrigens an, in welcher Wahrscheinlichkeit der Konterangriff eintritt. Schließlich können Waffen auch bestimmte Verzauberungen mit sich ziehen. Bla. Das sind ein paar Eigenschaften, die Waffen haben. Dadurch haben wir noch. Waffendaten von nebenan findest du sowas sicherlich nicht. So, also ist interessant. Übrigens, ihr scheint mir starke Kämpfer zu sein. Wer weiß, vielleicht habt ihr euch ja mit einer meiner Waffen verdient. Wie, willst du uns eine Waffe schenken? Hey, schenken sicher nicht. Ihr müsst mir schon beweisen, dass ihr stark genug seid. In einem Kampf! Dum, 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 dum. Wenn euch gut schlagt, bekommt ihr die Waffe. Aber ich warne euch, ich bin kein leichter Gegner. Übrigens gebe ich euch nur einen Versuch, mich zu schlagen, denn ich möchte schon bald wieder weiterziehen. Wenn ihr die Herausforderung annehmt und bereit seid, dann kommt nach draußen. Ich warte auf euch. Problem ist, wir haben jetzt gespeichert und wir können jetzt nicht mehr leveln. Ich habe den total vergessen, den Tipp. Ein komischer Kerl. Müssen wir wohl? Sind wir geheilt? Ja. Level 9, komm. Komm, das pack mal. Ich habe so das Gefühl, dass der Level 10 braucht. Kann mir noch was kaufen? Du siehst mir wie ein Händler aus.
Oh. Okay. Schade. Na gut. Ist hier was? Was willst denn du jetzt? Okay, jetzt werde ich keine Zeit mehr damit. What the fuck? Achso, da ist ein Käufer. Halsirup habe ich noch genug. Mentaltropfen habe ich auch noch. Lichtschlag habe ich auch noch. Kühlkraut, kuriert Verwirrung habe ich auch. Schallwurz, ja, brauche ich nicht. Gegengift, das habe ich genug. Okay, Kumpel, ich habe eigentlich genug. Aber warte mal, Heilsirup kann man nie genug haben. So. So, mein Liebes. Moin, moin. Da seid ihr ja. Nun, was ist? Werdet ihr gegen mich kämpfen? Jo. Dann auf in den Kamm! Der macht uns so fertig. Der macht uns so fertig. Boah, wie er da so oben steht. Boah, wie er gleich angreift. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Wie so eiskalt nichts kann. Attacke! Ja! Super Schaden! Nein, drei Kriegentechnik! Was zur Hölle? Ja. Ist klar. Nein, nur nicht auf dich selber, du. Hey, komm, hau uns einer mit der 3 Sack. Okay, 51. 51. Hau drauf. Critic 44. Nein, nein, nein. Technik. Schau dir mal mit Licht. Keine, bringt das was? Das bringt 9, bringt also nichts. Okay, tot. Egal, wenn das trifft. Alter! Das ist doch hier nicht mehr. Du willst mich doch hier total lassen. Oh Gott, der ist schon nach zweimal dran. Heil Kibon. Dann musst du den Scheiß überleben. Oh, 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 komm gleich nochmal. Okay, jetzt lädt er Power auf und danach ist er gleich wieder dran. Ey, den krieg ich nicht down, den krieg ich echt nicht down. Oh Gott, tot. Sag. Und der ist danach schon wieder dran. Alter, ich brauche meine ganzen Lichtschläge hier. Du Fettsack! Die sind ja schon wieder tot. Scheiß drauf, hau mal drauf. Gut, gut, der wäre nämlich tot gewesen. Warte mal, Kento ist danach. Dann aber schätzt die Axttechnik den Flugbeil, in dem seine hässliche Fratze. Und du belebst sie wieder. Scheiße, das ist zweimal hintereinander dran. Okay, wir sind alle drei tot. Komm, egal was du jetzt machst, tot. Schade! Schade, 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 schade. Na, das war wirklich enttäuschend. Ihr solltet euch nach besseren Waffen umsehen, sonst werde ich mich nie schlagen. Na gut, ich werde dann weiterziehen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Ich hoffe, bis dahin habt ihr euch zu ebenbürtigen Gegnern aufgerüstet. Also, bis dann. Ja, vielleicht sieht man sich. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, wirklich komischer Kerl, aber er ist unheimlich stark. Oh ja. Ja, ist logisch, ein HP. Jo. So. Döp. Alter, ich liebe diese Musik. Also die wo beim Pennen kommt. Egal. Ich werde es nämlich weiter aufbrechen. Okay. Nein, ich will doch runter. So. Und aufbrechen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Das Korine-Plateau. Da waren wir doch. Oder? Hä, waren wir nicht hier? Das soll das Korine-Plateau, ein komischer Ort. So sieht es halt aus, wenn eine Landschaft komplett zerstört wurde und sich daraufhin wiederholt. Und das alles nur weil vor 9 Jahren. Wir kennen die Geschichte vom türkisen Inferno. Wo genau liegt hier eigentlich das Grabdenkmal? Ich habe versprochen, dort einmal kurz vorbeizuschauen.
glaube etwa in der Mitte des Plateaus. Wir sollten am besten bei jemandem auf dem Weg nachfragen. Wir sollten uns nicht zu viel damit beschäftigen. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie einen Auftrag zu führen haben. Halt's Maul, Roto! Wenn wir weiter so rumtrödeln, werden wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Ach, kommen Sie, Herr Roto. Das Ganze wird höchstens 5 bis 10 Minuten dauern. So willst du eigentlich das Denkmal besuchen, Kimo? Naja, mein Vater ist hier im Krieg gestorben. Das ist eines der vielen Opfer, das Denkmal gebaut wurde. Heul nicht! Das tut mir leid. Das muss ein schwerer Verlust gewesen sein. Naja, ich bin froh, dass er wenigstens mutig in der Schlacht gestorben ist. So kann man immer stolz auf ihn sein. Right. Genau. Alter Uroto, halt's Maul. Halt's Maul mit deinem Zeitdruck. Ich schwöre, ich könnte dich auch einfach erschlagen. Jetzt das gefunden. Warte, kann ich da hoch? Nein. Ich kann ja nicht mal über das Gras laufen. Gras ist zu Imberfurz. Ah, cool. So, jetzt können wir erstmal testen, die neuen Gegner. Ob wir underlevelt sind, ob wir overlevelt sind, ob wir einfach nur tot sind. Also ich schätze letzteres. Vor allem bei 4. 4 verkackten Gegner, die auch noch die warum noch die? Fucking! Wieso eiskalt? Nein. 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 Wieso stirbst du nicht? Danke. Ich weiß, dass doch Feuer sehr effektiv sein könnte, wenn ich bin's. Nein, nein, nein. Ins Maul des Mosaiks. Oder Mosaik, oder wie der heißt. Ach, das ist schon Mosquito. Lol. Autsch. Zielsache. Der ist tot. Scheiße, ich hätte mir doch Lichtschlag kaufen sollen. Zielsache, deine Oma. Aua. Nö, der wird sich jetzt heilen. Ich hab keinen Bock, dass er drauf geht. Ah ja, da sieh ich mal. Ich kann ja immer noch draufhauen. Hau ihm einen mit der Dreierkombo ins Maul. Autsch. Schaltschwung. Bam. Stummheit. Geh drauf. Danke schön. Das war wirklich ein harter Kampf. Das kannst du laut sagen, mein Lieber. Aber die geben XP. Geht's eigentlich runter? Nö. Okay, dann werde ich jetzt hier kurz ein bisschen leveln. Ja, hier gibt's aber irgendwie noch andere Gegner, nämlich Räuber. Und gegen die haben wir noch nicht gespielt. Oh, gib von bitte wieder nicht. Nein. Damit Listen. Wow, wie du bist listig. Dein Vater. Wo ist die? Ah. So, friss. Hau dich zu Klump. Nein, du willst mir nicht Geld stehlen. Du bist ein Fettsack. Wie, du bist tot, dein Vater. Alter. Hau ihn tot. Gut, gib mir mal Geld zurück. Okay, ich werde ab jetzt gegen Räuber immer fliehen. Die klauen mir alles. Und ich bin tot übrigens. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich auch noch sterbe. Halt's Maul. Halt's Maul! Alter! Was geht denn bei dir? Haben wir drei kommen wir in dieses. Ja, Alter! Logisch. Nein, nein! Alter! Hau den kaputt! Ich will den noch tot kriegen, bevor ich die wiederbeleben muss. Oh Gott. Okay, einer von beiden ist tot. Okay, den der nicht. Komm schon, den kriegst du jetzt. Hol die mal wieder. Down. Ich hab 7 Lichtschläge, geil. So ein Fettsack. Alter, wie viel MP haben die denn? Du kriegst den jetzt kaputt. Alter! Alter, ich bin gleich pleite. Du hausch.
Okay, ich bin underleveled. Mehr als underleveled. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich hier noch Game Over gehe. Hau ihn jetzt kaputt. Danke. So, jetzt kann ich mal hart sein. Vor allem sind die übelst schnell. Friss. Ja klar, jetzt gegen die. Mal schauen, wie viel Geld ich so am Ende des Kampfes verloren habe. Zack. Hau ihm einen Flugball ins Maul. Zack. Kennt dort einfach, dass ich heilen soll. Komm. Danke für den Tod. Danke für den schönen Tod. Ich habe noch 5 Lichtschläge. Wie schön. Und ich habe keine Geld mehr, um neue zu kaufen. Wie noch schönerer. Hau einfach drauf. Vor allem dort immer doppelt zuschlagen. Danke. Kriege ich mein Geld wenigstens zurück? Besser aufpassen. Ja, das ist logisch. Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Okay, ich werde hier leveln. So, ich bin jetzt Level 12 nach hartem, langen Kämpfen. Ihr seht, ich habe kein Geld mehr. Und... ja. Es war einfach nur hart. Das ist ein neues Gebiet. Kommen wir da hin? Man kommt da definitiv hin. Ah, ich wusste es doch. Komm auch hier. Na, hier rein. Wie kommt man denn da hoch, mein Liebes? Ah, schau halt. Hä? Ah. Nein, nicht kämpfen. Einfach nur das Päckchen holen. Wurfdolch. 2 Stück. Was bringen die? Kommt ihr unter Waffen oder was? Ja, wo sind denn die jetzt? 40 HP. Interessiert mich das? Nein. Da. Ah. Das sind Items, Kampf-Items. Geht's da unten noch weiter? Nein! Was soll denn der Scheiß? Bitte! Oh mein Gott! Ich bin geflohen. Oh, und dabei geht's hier nicht mehr weiter. Wow. Ich will einfach nur einen Speicherpunkt erreichen, mehr nicht. Ah, da geht's auch hoch. Aber wo? Hä? Hier? Ja. Ups. Machen wir mal das hier auf. Ups. Was haben wir hier? Graue Federn, 3 Stück. Und ups. Okay, nein. So, was haben wir hier? Ja, ist logisch. Gibt es im Korinnenplatz eigentlich auch mal einen Speicherpunkt? Sag mir jetzt nicht, ich muss hier irgendwo durch. Hä? Vor allem kommt man ja nicht mal durch, also tschüss. Hä? Wow, 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 wow. Wow. Ich weiß ja nicht mal, ob Level 12 jetzt genug ist. Ich hoffe es einfach. Wah! 2 Räuber! Was hat das zu bedeuten? Hm, was machen diese Personen da oben? Muss uns das interessieren, wir sollten uns von sowas nicht ablenken lassen. Oh. Hey, das ist ein Hinterhalt, da müssen wir eingreifen, kommt schnell! Oh je. Nur Dorodo rennt einfach mit. Oh, wen haben wir denn da? Keine Sorge, schönes Mädchen, die Rettung naht. Was zum... Verdammt, brigantische Soldaten. Kämpft, wir sind zu viert. Wir werden sie schon packen.
Das glaube ich allerdings auch. Vor allem wie ich aussehe, geschwächt, kaputt, am Arsch. Verlust zu sterben. Ich glaube, jetzt wird gekämpft. Oh yeah. Aber warte mal, das ist ja wie Tuss. Ich kann einfach mit Kurika ihn total heilen. Nein, Kuria. Der kann einfach mal raufhauen. So, eine scheiß Listsache kann ich der Arsch vorbeistecken. Konvoiere ihn mal. Dankeschön. Gut so. So, du greifst einfach den da. Außerdem einen Critical ins Maul und den auch. Nochmal, gut, Raubzug. Den werden wir missen. Tausch den auch mal eine Konfusare rein. So, die zwei sind verwirrt. Zack, du würdest den jetzt, danke. Du hast dem seine Verwirrung aufgehoben, Penner. Für 44 BA geklaut. Stimmen konfusiert. Einfach auf den da. Weil der da gerade nicht konfusiert ist, muss er tot sein. Ey, klau mir nicht immer mein Geld. Hau dich kaputt. Wow. Egal, der hat schon geschwächt. Gut, du kannst den mit Schaltschwung ins Maul hauen. So, das ist schon wenigstens stumm. Mann. Oh. Nee, nee, nee. Ein Kreuzspalter. Kaputt. Okay, den Kampf habe ich einigermaßen gut gemacht. Nein, endlich, wir hätten ihn doch. 220 Erfahrung noch. Okay. Ey, ein Kinderspiel. Junge Frau, ist alles in Ordnung? Ja. Danke für die Rettung. Huch, ich will nicht daran denken, was mit uns passiert wäre, wenn ihr nicht rechtzeitig gekommen wärt. Keine Ursache. Wie hätte man sich denn auch anders verhalten sollen, wenn so eine Schönheit in Gefahr ist? Hey, er schmeichelt mir. Er tut es schon wieder. Kibon. Ich bin Kibon Tironel. Wem habe ich die Ehre? Ist Angelina Salatino. Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Oh, Coach. Tut mir leid. Ich bin noch ganz durcheinander. Muss man das halt in Ordnung? Jo, mach dir keine Sorgen um mich, mein Spatz. Das ist mein kleiner Bruder Coach, mein Großvater. Nennt mich Lesario. Vielen Dank für die Rettung. Lesario, genau. Keine Ursache, sonst schön euch kennenzulernen. Was macht ihr eigentlich im Corridor-Plateau? Es interessiert mich nicht, was ihr da macht. Musizieren und tanzen, dann geh. Ach, egal. Oh Mann. Nein, 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 nein. Geht jetzt. Wir haben euch gerettet. Geht. Geh. Geh. So. Oh Mann. Ja, Angst vor dir, geh einfach nach Hause, kapisch? Oh, hier gibt's keinen Speicherpunkt. Ich sowas hate. Halleluja! Dankeschön. Und dann können wir uns jetzt auch im nächsten Part wiedersehen, Leute. Schön.